Okay, es geht weiter. Und die Zufallskämpfe werden wieder rausgeschnitten, wenn die Okay, weiter geht's. Und wie ihr unten seht, habe ich eine neue Ausrüstung, also andere als davor gemacht. Weil ein Siedler was. Ist nicht das, was ich brauche? Okay, weiter geht's. Ich kann da nicht da hoch, okay. Dann muss ich ja extra runterspringen. Boah. Die Zufallskämpfe nerven langsam. Neue Gegnersorte, zum Glück. Sonst hätte ich diesen Kampf jetzt rausgeschnitten. Und der ist vergiftet wegen der Giftkarte, die ich ja ausgerüstet habe. Ja, sorgt mein Leben auch, so kleine Pussy. Du stirbst jetzt sowieso. Ich muss jetzt bisher drei Kämpfe rausschneiden. Das ist bisher der einzige Kampf, den ich nicht rausschneiden muss. Verwendung, Erholung, okay. Da gehe ich jetzt nicht mal runter. Ich gehe jetzt einfach den normalen Weg. Und hoch. Wie komme ich jetzt daran? Hey, wie komme ich jetzt daran? Hallo? Okay, alles erledigt in Facebook. Und weiter geht's. Draufklicken. Wie zum Geier komme ich da unten an? Hallo, wie komme ich da unten an, verdammte Scheiße? Ach so, so. Okay, weiter geht's. Die Truhe will ich jetzt haben. Kettensturmring hatte ich schon. Weiter geht's. Wie zum Geier komme ich an diese verdammte Kiste da unten an? Aber lass mal speichern. Das ist ja das Wichtigste. Und Yamshu hat Level 34 erreicht. Wie alle anderen. Boah, ich muss husten, aber richtig. Aber ich darf nicht. Das ist also der Ort. Wir müssen nur das Wasser von hier mitnehmen, richtig? Dann bringen wir es zurück und beginnen mit dem Training. Richtig. Aber wer hätte es erwartet, dass sowas kommt? Was ist das? Hey, ihr da. Das ist Meister Quittes spezielle Wasser. Ihr dürft das nicht nehmen. Wartet. Weiter. Ich musste kurz husten. Meister Quittes selbst bat uns herzukommen, um ihm das Wasser zu bringen. Was soll das? Lügen bringt auch nirgendwo hin. Ach, okay. So. Geisterball. Alle auf den kleinen Kerl da unten. Das habe ich auch bisher nicht gezeigt, oder? Aber jetzt seht ihr Geisterball. In voller Aktion. Streu Energiewellen. Gleich mache ich, wenn ich das schaffe, mache ich noch deren ganzen Spezialattacken. Oh, der kleine Kerl leidet ja richtig. Ach, kleiner Kerl, das war einfach deine Schuld, dass du gegen mich kämpfen musstest. Bist du tot? Übertreib, Digga. Du Hund. Hier greifen wir mal den Kerl an, damit unsere Zornanzeige aufsteigt. Ja, ist klar, Mission. Hast du uns gerade angespuckt, du Wichser? Ja, werf gleich mit der ganzen Chemikalien auf uns. Denn schon bist du jetzt endlich wach. Oh, verdammte Scheiße. Ich greife jetzt den einfach normal an. Weck ihn auf, komm, danke. Aber wen auch. Ach, Krillin. Ich habe da eine Idee. Jetzt zeige ich euch mal die Erdlings-Spezialattacke da. Erdlingsschlag.
Er hat Linksschlag. Und dann, ob wir es die sind auf ein hohes Level auch noch, also das heißt schon jetzt was. Jetzt verprügel ihn. Jetzt kommt Krillin. Jetzt kommt sein Rengeki. Jetzt alle drei auf einmal. Bams und Bams und Bams. Okay. Auf Tenshin Han. Schade, ich dachte, er weicht das aus. Streuenergiewellen. Dreifachstrahl. Geisterball auf den Wichser da vorne. Der macht irgendwie mehr Schaden als der vordere. Ja, als der hintere, meine ich. Okay, der kleine Kerl ist tot. Jetzt müssen wir uns nur um diesen Wichser hier kümmern. Okay, der will noch nicht sterben. Aber es war gut, dass ich gelevelt habe. Oh! Der Schaden war da beachtlich. Ach, ich wusste, dass er gleich sterben müsste. Okay. So und so. So und so. Dämonentapferkeit. Meisterkultes Flasche. Okay, dankeschön. Und Wasserdämon, bist jetzt weg. Pech gehabt von dir. Wow, wieso hat uns Meister Quitte nicht gerechtzeitig von diesem seltsamen Ding hier erzählt? Das wäre nett gewesen. Warum wohl? Das war ja das Training. Nun, wenigstens konnten wir das Wasser aus der Quelle holen. Okay, schnell zurück zum Turm. Ja. Okay. Jetzt gehen wir noch zum Turm und dann speichern wir da ab. Ja, geh mal schnell Attention an. Das wäre sehr lieb von dir. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, da irgendwie reinzukommen, diesen komischen... Also, nein, ich mache hier einen Cut schon. Damit ich jetzt versuchen kann, da in diese Hülle reinzukommen und diese Schatzruhe zu holen. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, eine kleine Planänderung. Der Part... Also, die ganzen Kämpfe, als ich rausgeschnitten habe, kamen insgesamt 7 Minuten raus. Aber davor, als ich die Kämpfe reingelassen habe, waren das 15 Minuten. Also, 8 Minuten Kampf habe ich rausgeschnitten. Heftige Kacke. Und ich habe rausbekommen, wie man die Küste rankommt. Das ist ganz simpel. Bevor man nach oben geht, also gibt es noch einen Weg in Wasser, wo man nach oben gehen kann. Und dieser Truhe ist nur eine große Bohne, nichts Besonderes. Kann ich noch irgendwas machen? Wir verstärken vielleicht mal. Maximal erreicht. Zornanzeige einfach mal erhöhen. Muss aber ein bisschen zornig werden. Mehr vom Angriff kann auch verstärkt werden. Okay. Und du? Okay, da verstärken wir mal deine normalen Attacken. Hier Wolfsanfaust zum Beispiel. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt gehen wir nach oben zu Meister Quitte und speichern mal eine Runde. Echt schlimm, dass ich noch 7 Minuten, also dass ein paar 7 Minuten lang dauert, nachdem ich die ganzen Köpfe geschnitten habe. Boah, ich kann nicht mehr. Meister Quitte, wir haben dir das Wasser von der Einsiedlerquelle gebracht. Ohoho, das war schneller als erwartet. Was erwartest du denn? Ich habe gut gelevelt. Mal sehen. Ah, da habt ihr mir gutes Wasser gebracht. Okay. Hey, Yajirobe. Was gibt's? Wo ist mein Chips? Würdest du nach unten gehen und meine Senzu-Pflanzen mit diesem Wasser gießen? Hey, ich kann ja wohl nicht gut Nein sagen. Du wohnst hier, also halt die Fresse. Lauf um dein Leben. Meister Quitte, was ist los? Wir haben ein seltsames Ding bei der Einsiedlerquelle getroffen. Oh, das hatte ich vergessen. Das ist der Geist des Wassers. Er beschützt das Wasser für mich, während ich oben im Turm bin. Ein Geist? Haha, er hat großen Sinn für Humor. Hat euch herzlich begrüßt? Großen Humor, glaube ich. Ja, sicher.
Wir wollen nicht drängen, aber kannst du zeigen, wie wir zu Gott kommen? Oh, stimmt ja. Um dorthin zu gelangen, braucht ihr einen Kraftstab. Den von Sogoku. Einen Kraftstab, den Sogoku herumtrug. Und ohne ihn können wir nicht dorthin. Keine Sorge. Letztes Mal, als Sogoku versuchte, zu Gott zu gelangen, hat er ihn wohl verloren. Also habe ich zur Sicherheit das was vorbereitet, dass ich es so schnell brauchen würde. Hier, nimm ihn. Viel Glück beim Training mit Gott. Danke. Okay. Ja, Jerubi, jetzt auf einmal bist du wieder da. Schön die Pflanzen gegossen. Hey, wo sind alle hin? Gott vielleicht. Ich hab die total vergessen. Wie konntest du nur? Sei ruhig hier, du wolltest sowieso nicht trainieren. Hey, ich komme auch mit. Und so begann das harte Training mit Gott. Und so beginnen Krillin, Yamshu, Tenshinhan und Chaozu ihr strenges Training bei Gott. Okay, wenn man das als streng bezeichnen kann. In einem anderen Teil der Welt überlebt Son Gohan 6 Monate in der Wildnis als Teil von Piccolos Training. Ihr Riesenblume. Das ist seltsam. Ja, ich hab Husten, Junge. Das ist seltsam. Also würde mich jemand beobachten. Das ist Piccolo. Muss meine Fantasie sein. Ich bin der Einzige hier. Mit der Blume. Konofensa. Moment, da ist jemand. Hallo, sag doch was. Fühlt sich an wie das Ki von dem grünen Mann. 6 Monate sind das jetzt. Ob er wegen mir hier ist? Der grüne Mann. Oh, so viel hast du angesammelt, oder was? Du Scheiße, Zorn. Er scheint um alle... Höllenansturm, okay. Hört alle Fähigkeiten außer TP und Ki. Level 4, okay.